So, einen wunderschönen Tag, liebe Jungs und Mädels. Heute hier, wie man sehen kann, wieder aus meiner Garage, aus Mangel an anderen Örtlichkeiten. Insofern, ja, ich bin mich hierher verkrochen, um, sag mal, noch eins der versprochenen Videos zu bringen. Im Grunde genommen geht es darum, heute mal das Kameraequipment darzustellen, was ich so auf Reisen dabei hatte und auch wieder in Zukunft mitnehmen werde. Da hat sich nicht so viel verändert. Eine Änderung wird es eventuell die nächsten Tage noch geben. Müssen wir mal sehen, aber grundsätzlich hier mal ein kurzer Überblick. Ich sage schon mal im Voraus, um eure Zeit nicht zu klauen, das wird kein professionelles Review oder ähnliches, das wird einfach nur aus Sicht von jemandem, der da tagtäglich benutzt, keine Ahnung vom Film hat, keine Ahnung von Belichtung, von keine Ahnung ISO und so weiter und so fort hat. Insofern einfach nur ein stinknormales Hausfrauen, ja, Video, sage ich mal so. Ja, ich zeige euch, wie gesagt, welche Kameras ich benutze, in welcher Form und warum, wieso, weshalb bestimmte Sachen für mich in Frage kommen oder eben auch nicht in Frage kommen. Gut, dann starten wir doch einfach mal hier mit dem Stativ. Das ist bloß ein kleines Stativ, was man auf den Boden stellen kann, aber das ist relativ vielseitig. Habe mich am Anfang tierisch drüber geärgert, aber mittlerweile habe ich es lieben gelernt. Insofern, ja, kann ich das hier auch vorstellen. Ich mag it. Und dann werden wir weitersehen. Das ist, wie gesagt, so ein Handheld-Stativ für den Boden letztendlich. Ist von PJ White Tech. Keine Ahnung, ob man das sieht. PJ White Tech. Relativ, ja, kompliziert auf dem ersten Namen. Nichtsdestotrotz, das ist das Mantis Pro. Und es ist relativ vielseitig, wenn man dann erstmal verstanden hat, worum es denn eigentlich geht. Im Grunde genommen lässt es sich ausklappen, so dass man das aufstellen kann. Na, dann gibt es hier entsprechend die Haltevorrichtung dazu. Das mal beiseite stelle, habe ich hier eine entsprechende Einrichtung mit Kugelkopf, lässt sich in alle Richtungen bewegen, lässt sich auch relativ schnell in meinem Tankrucksack verstauen. Ist halt durch diese Schnellmechanismen auch überall immer schnell festzumachen. Es hat eine Platte hier oben, so eine Schnellwechselplatte, in deren Gebrauch ich jetzt nicht wirklich gekommen bin, weil ich halt keine Kamera dabei habe, die das jetzt hier unbedingt vonnöten macht. Aber nichtsdestotrotz könnte man jetzt unter eine Spiegelreflexkamera machen oder ähnliches. Keine Ahnung, so eine, oder so eine kleine Kompaktkamera, Sony ZV, irgendwas. Sehr, sehr gut. Mache ich normalerweise irgendwo mein Handy drauf, dazu kommen wir gleich noch. Lässt sich hier, wie gesagt, alles relativ schnell locken und dann auch entsprechend im 90-Grad-Winkel drehen oder 360-Grad-Winkel um die eigene Achse drehen sozusagen. Also man hat dann schon jede Menge Möglichkeiten. Das Ganze wird auf den Tripod sozusagen hier oben einfach bloß aufgeschoben, dann klickt er ein und man kann er dann quasi so aufrecht stellen. Und wie gesagt, dann hat man hier, wenn man die Kamera drauf hat, alle möglichen, ja, Varianten, um sozusagen die Winkel einzustellen und zwar perfekt einzustellen. Das ist auch alles leichtgängig, aber trotzdem schwer genug, um fein das alles einzustellen. Sehr, sehr gut. Macht mir auf jeden Fall mit der Zeit dann wirklich Spaß. Würde sicherlich auch mit einer richtigen Kamera dann richtig Spaß machen. Insofern kann ich nur empfehlen. Ansonsten, wie gesagt, ziemlich flexibel. Wie gesagt, ich kann das hier oben wegmachen. Ich habe die Möglichkeit, das Ganze hier so auszuklappen, dass ich das quasi in der Länge habe mit allem drum und dran, so dass ich quasi so eine Art Verlängerung habe, wenn ich jetzt, ja, Selfie-Aufnahmen machen will. Das heißt, ich kann hier diesen Bereich auch machen. Und das ganze Thema dann auch, wenn ich es vernünftig gemacht habe, hier einspannen, so dass ich dann quasi eine Verlängerung habe, wenn ich jetzt irgendwie für mich selber Selfie-Aufnahmen mache, ähnliche Geschichten für das Handy oder so, in erster Linie halt zum Video machen. Ne? Das ist sehr, sehr praktisch. Ansonsten gibt es hier innen drinne gleich noch mit versteckt sozusagen ein Handyhalter, der hier direkt mit drinne ist. Der wird dann auch entsprechend ausgeklappt, so dass man dann hier das Handy entsprechend reinbringen kann. In meinem Fall ist es ja dann meistens ein iPhone 13. Ja, entsprechend
Halterung, die dann quasi auch direkt hier aufgeschraubt werden kann. Und ja, damit ist das Ding halt sehr, 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 sehr flexibel. Ist, wie gesagt, auf dem ersten Moment war ich ein bisschen erschlagen, was diesen ganzen Kram angeht. Aber die Flexibilität macht es halt zum Schluss, ne? Das ist halt so ein bisschen das Thema. Ich habe halt bloß ein so ein Gerät dann dabei, brauche nichts anderes, ist eigentlich sehr, sehr gut. Kann ich mittlerweile nach oder mittlerweile weiterempfehlen, fand ich am Anfang halt nicht so toll. Aber jetzt so mit der Zeit quasi habe ich es halt lieben gelernt. Und ja, benutze ich halt in erster Linie, wenn ich jetzt so Aufnahmen mache in der Natur, wenn ich irgendwo an einem Weg vorbeilaufe, weil man relativ bodennah das Ganze aufstellen kann, ist ganz gut. Wenn man jetzt irgendwo rumsteht, sage ich mal, vor einem Motorrad, dann ist natürlich ein Tripod, ein Stativ, was dann auf 1,50 Meter oder so hoch geht, natürlich angenehmer und besser gemacht. Ne? Aber das ist halt immer so eine Platzfrage. Ich habe sowas nicht dabei. Ich habe für eine 360-Grad-Kamera, zu der wir noch kommen, einen Verlängerungsstab dabei, der dann quasi in der Stitching-Line, in der Schnittkante, dazu kommen wir nachher nochmal, versteckt werden kann. Und der reicht mir dann als Stativ sozusagen, wenn ich mal irgendwo auf der Höhe von 1 Meter, 1,50 Meter oder sowas aufnehmen möchte. Soweit erstmal zu der Halterung. Gimmick an der Halterung wäre noch, dass man hier unten quasi so einen Bereich zum Ausklappen hat, sodass man das Ganze dann auch irgendwie an die Wand hängen kann. Ich habe jetzt hier nicht die Möglichkeit, habe also hier irgendwo was, einen Haken sozusagen nach unten. Kann sich das Ganze dann abstützen und dann bin ich halt ein bisschen flexibel. Gut, PJ White Tag Mantis Pro Punkt 1. Dann zweite Kamera und Hauptkamera ist ganz klar mein iPhone 13. Das dient sowohl bisher als Navigationsgerät, aber dann eben auch für die allgemeinen Aufnahmen. Hier nehme ich auf jeden Fall alles in 4K und 60 Frames per Second auf, um danach die Möglichkeiten zu haben, das Ganze eben auch ein bisschen ja zu verlangsamen, zu tun und zu machen, um das Wackeln sozusagen ein bisschen rauszukriegen. Dann das Handy ist eigentlich mein A und O. Mit dem Handy fotografiere ich, mit dem Handy nehme ich die Aufnahmen in der Stadt hauptsächlich auf. Hat einfach den Vorteil für mich, ich habe es immer in der Hosentasche, kann schnell zugreifen und man muss sagen, wenn man jetzt nicht so extrovertiert ist, ist ein Handy natürlich ganz angenehm, weil man zwischen den tausend anderen Leuten, die ebenfalls mit dem Handy Fotos, Selfies und sonst was machen, fällt man halt nicht so sehr auf, wie wenn man mit einer großen Kamera durch die Gegend rennt. Mit einer großen Kamera, wo man dann vor sich hin quatscht, fällt man halt immer noch auf, ne? Muss man drüber stehen, das ist schon klar, aber mit einem Handy, ja, geht man halt im Meer der tausend anderen Leute unter. Insofern meine absolute Hauptkamera Handy. Ja. Und denke mal, 90% aller meiner Videos gehen über das Handy in erster Linie. Mag vielleicht überraschend sein, aber Handykameras sind mittlerweile unglaublich gut. Und insofern, ja, macht's die. Als nächstes haben wir die sogenannte DJI Pocket 2. Die Pocket 2, die läuft gerade, deshalb sieht man jetzt hier auch den Bildschirm an. Ganz einfach, weil ich darüber auch aufnehme. Und das ist auch das Schöne an der Kamera. Kamera ist halt relativ einfach vom Umgang her gestrickt, muss man sagen. Es ist ein bisschen fragil im Gegensatz zu den anderen Kameras, aufgrund des eingebauten Gimbals, den man hier oben sieht. Gimbal quasi entsprechend die Kamera, die in alle Richtungen drei Achsen sozusagen dann ausgleicht und damit natürlich dann auch, sage ich mal, die Bewegung vom Laufen und so alles ein bisschen ausgleicht und ein bisschen smoother macht. Alles, was so eine GoPro oder andere Action-Kameras quasi digital machen, macht die hier halt noch analog über Mechanik sozusagen. Und das macht sie eigentlich auch ganz gut. Wenn man jetzt so schnellen Schrittes unterwegs ist, dann sieht man schon, wie das Bild dann immer mal so ein bisschen hin und her wackelt, tut und macht. Aber da muss man dann halt seinen Laufstil so ein bisschen anpassen und dann wird das auch besser.
Die Kamera, muss ich ehrlich gestehen, habe ich nicht so oft genutzt, wie sie eigentlich genutzt werden sollte. Für jemanden wie mich, der schnell auf Reisen ist und so klein und kompakt die Sachen braucht, ist das eigentlich eine sehr, sehr gute Kamera. Die Kamera kann in 4K aufnehmen bis zu 60 Bilder pro Sekunde, wobei dann gewisse ja, Features sozusagen nicht funktionieren, wie die Gesichtserkennung zum Beispiel. Gesichtserkennung geht hier bei der Variante 2 sozusagen nur bis 4K und 30 Bilder pro Sekunde. Aber das reicht, wie eingangs gesagt, für das, was ich mache, aus. Und insofern ist das jetzt von meiner Seite her kein großes Problem. Ja, und das, was wir jetzt hier sehen, ist die sogenannte Creators Combo. Das heißt, da gibt es hier unten eine Verlängerung sozusagen, wo zusätzlich Batterie drin ist sozusagen, wo entsprechend ein Mikrofonanschluss, Klinke dran ist und gleichzeitig noch ein WLAN-Modul sozusagen. Und ja, das macht auf jeden Fall einiges aus. Es gibt noch so ein kleines Stativ für hier unten zum Reinschrauben, aber das ist so klein, dass ich das mittlerweile verloren habe. Nichtsdestotrotz ist das die Kombo, die interessant ist und vor allem für mich interessant ist, weil sie dann im Umkehrschluss auch ein integriertes Funkmikrofon hat. Und darüber hört ihr mich gerade. Das Funkmikrofon hängt hier, hängt quasi hier an mir dran. Und da hört ihr auch, das ist das Mikrofon. Und das ist dann halt auch der Part, den ich regelmäßig benutze, wenn ich in die Stadt ziehe, wenn ich mit euch spreche. Das ist einfach sehr convenient. Das ist sehr, sehr praktisch und einfach, weil einfach Kamera anschalten, ausrichten und los geht's. Die meisten Sachen lasse ich hier auf Auto laufen. Hin und wieder beschäftige ich mich dann auch mal mit der Belichtung und so, um einfach für mich selber auch was dazu zu lernen. Aber grundsätzlich läuft das hauptsächlich auf Auto. Und ich finde, die Bildqualität von der Kamera ist durchaus gut. Dafür, dass sie jetzt auch schon, glaube, stimmt schon ein Jahr, anderthalb Jahre alt ist. Nichtsdestotrotz kann ich nur empfehlen, wird sicherlich im November der Nachfolger, die Pocket 3, kommen. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr, sehr damit zufrieden. Natürlich ist sie, wie gesagt, nicht vergleichbar mit den Action-Kameras und so. Und auch die hat hier bloß einen kleinen Sensor, so dass man dann, wenn es irgendwo ins Dunkel geht, ja, mit Bildrauschen sozusagen rechnen muss, beziehungsweise dann irgendwann mal die Sachen nicht mehr ganz so toll aussehen sozusagen. Aber ja, irgendeinen Kompromiss muss man halt eingehen und die Kamera ist für mich halt super einfach zu benutzen und das ist für mich das Entscheidende, ja, um damit durch die Stadt zu gehen. Ihr könnt vergleichen, der Sigurjwara-Video habe ich quasi nur mit dieser Kamera gemacht, mit keiner anderen. Und da sieht man halt, wie weit das Ganze brauchbar ist oder nicht brauchbar ist. Natürlich gibt es immer Luft nach oben, aber für das, was ich hier mache, ist das absolut ausreichend und vor allem für jemanden, der eine kompakte Lösung mit Mikrofon und allem drum und dran haben will, ist die Kamera top. Man kann dann hier theoretisch noch so einen Dongle auf Klippen sozusagen, wo man dann das Handy hier so seitlich ranmachen kann, so dass man dann auch einen großen Bildschirm hat. Aber ja, das klappt soweit eigentlich ganz gut. Da gibt es eigentlich nichts weiter zu meckern. Das ist halt auch das Einzige an großer Kritik, dass oder dass der Bildschirm sozusagen, das Display dann irgendwann doch ein bisschen klein ist. Aber ja, ich habe sowieso keine Ahnung, wie man was richtig in Szene setzt. Und insofern ist das nicht ganz so schlimm, wenn ich hier nicht im Detail alles sehe. Ansonsten kann ich diese Kamera eigentlich nur empfehlen. Akkulaufzeit ist gut, Ladezeit und so funktioniert alles wunderbar. Hat mich noch nicht ein einziges Mal im Stich gelassen, hat bisher immer funktioniert. Und egal, wie ich damit umgegangen bin. Und insofern, da gibt es gar nichts zu meckern. Das ist die einzige Kamera von allen, die ich habe, die nicht ein einziges Mal irgendein Problem gemacht hat. Und deshalb die absolut zu empfehlen. Gut, vergessen habe ich zu der DJI Pocket 2 noch, dass dadurch, dass sie einen Gimbal hat, kann man natürlich auch schöne Spielereien machen. Man kann so vorprogrammierte Laufwege machen, sozusagen, wo dann die Kamera dem Ganzen folgt. Wenn man jetzt so, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, richtig quasi, ja, Schwenkaufnahmen machen möchte, die halt
super smooth, super ausgeglichen sind, kann man natürlich über so ein Gimbal machen und das kann man wunderbar über so eine Kamera hier machen. Man kann halt auch Zeitaufnahmen, so Zeitrafferaufnahmen machen und trotzdem das Bild sich bewegen lassen. Das kann man alles im Nachgang über Software machen, ist aber meiner Meinung nach, nach der Erfahrung, die ich bisher sammeln durfte, immer besser, wenn es von vornherein schon technisch, sag ich mal, mit der Kamera realisiert worden ist, bevor man im Nachgang irgendwie über Software da in die Bildqualität eingreift. Okay, soweit zu dem Thema. Kommen wir zur nächsten Kamera. Die nächste Kamera ist dann die 360-Grad-Kamera, nach der auch die Leute immer wieder gefragt haben. Die 360-Grad-Kamera ist ja eine Kamera von Insta 360, Insta 360. Kommt hier in so einer Verpackung mit allem drum und dran. Ich habe jetzt hier die Kamera einfach so nackig, wie sie halt ist. Das ist schon auch schon die zweite Generation, ist also quasi der Nachfolger von der Insta360 One X, glaube ich. Und das ist jetzt halt X2. Da kommt jetzt im September, beziehungsweise ist dann schon quasi die letzten, weiß ich nicht, 4, 5 Tage oder so, die sogenannte X3 rausgekommen, die sich nochmal um einiges verbessert hat. Aber ich sehe da jetzt keinen Nutzen darin, das zu ändern. Das Ding ist von der Bauqualität her richtig gut. Also die hat auch ein bisschen was an Gewicht. Ist absolut rugged, wie es so schön heißt. Da geht kein Wasser ran. Das Ding ist wasserdicht. Das ist auch die Kamera, die ich am Motorrad dann zum Schluss immer noch am Laufen habe, wenn es dann mal richtig regnet. Vom Tonaufnehmen her ist es natürlich ein bisschen schwierig, jetzt so eine 360-Grad-Kamera zu nutzen. Die nimmt natürlich Ton auf, aber Windgeräusche sind natürlich dann immer so ein Thema. Da hast du halt keinen Schutz so und diese ganzen Windreduktionssachen, die dann irgendwo an irgendeiner Anlage gibt. Ja, da die sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Nichts geht über einen mechanischen Windschutz, also quasi über einen Schaumstoff oder Windpischel oder ähnliche Geschichten. Da kommst du halt zum Schluss nicht drum herum, muss man ganz klar sagen. Ansonsten hat die Kamera auch so einen Schnellmechanismus. Hier unten quasi so ein kleiner Knopf, drückt man einfach drauf und dann nimmt die Kamera auch schon auf. Das ist sehr, sehr gut auf dem Motorrad dann. Das macht dann schon Spaß, weil ich bloß vorgreifen muss, draufdrücken muss und natürlich auf diesem kleinen Bildschirm dann auch sofort sehe, okay, sie läuft oder sie läuft eben nicht. Jetzt momentan nimmt sie auf. Dann Besonderheit sieht man hier, ist, sie hat halt zwei Linsen, eine da, eine da. Beide Linsen nehmen ja über 180 Grad Bildwinkel auf, sodass dann im Nachgang, wenn man hier unten quasi so einen ja, Verlängerungsstick hat, den ich euch jetzt leider nicht zeigen kann, dass der dann quasi aus dem Bild automatisch rausgeschnitten wird und man den dann nicht sieht. Natürlich sieht man das dann immer noch, wenn es darum geht, das Ganze irgendwo in Form von Schatten oder so auf dem Boden dann zu sehen. Klar, da muss man dann, wenn man später mal Videos schneidet, hin und wieder mal ein bisschen darauf achten, dass sozusagen der Zauber des verschwundenen Selfie-Sticks sozusagen nicht ganz flöten geht. Muss man halt aufpassen, dass man nicht ständig irgendwo den Schatten im Video drin hat. Aber grundsätzlich ist das eine schöne Sache. Die Kamera hat mich rein technisch auch noch nicht im Stich gelassen bisher. Hat bisher immer sehr, sehr gut funktioniert. Ich benutze sie auf dem Motorrad meistens mit der einseitigen Linse nur. Da erhöht sich auch die Auflösung. Die ist nicht weltbewegend, aber fürs Motorradfahren absolut ausreichend. Die nimmt dann in 1440 P auf, meiner Meinung nach. Also ein bisschen was über Full HD, aber eben nicht viel. Da sind natürlich diese ganzen anderen Action-Cameras alle viel, viel besser, haben deutlich höhere Auflösung. Und das sieht man dann auch. Deshalb lohnt sich die Kamera meiner Meinung nach jetzt nicht als Helmkamera. Kann man sicherlich benutzen und habe ich auch schon mal ausprobiert. Geht eigentlich. Aber Qualität, oder was heißt die Qualität? Die Auflösung ist halt dann doch ein bisschen gering, um wirklich gute Aufnahmen beim Motorradfahren. Da bewegt sich ja so viel drumherum um einen. Das ist dann, glaube ich, nicht so gut. Da ist sicherlich, wenn man sowas vorhat,
besser auf den Nachfolger zu gehen, wobei auch der Nachfolger meiner Meinung nach dann mit dieser, die nennen das Single Lens Mode, glaube ich, nicht ausreichend gut ist im Vergleich zu anderen Kleinkameras, ne? Ansonsten im 360-Grad-Modus nimmt das Ganze eben nur in Full HD auf, also ja, irgendwo so in die Richtung, ne? Also man sagt zwar, dass sie irgendwas 4K, 5,3K oder so an Videoaufnahme hat, aber man darf ja dann nicht vergessen, dass das auf beide Kameras zu bemünzen ist und das Ganze dann runtergerechnet wird, halt auf diese gesamte Sphäre und dadurch natürlich dazu ein bisschen der Schein trügt, sagen wir mal so. Zum Schluss kommt halt Full HD raus, was ausreichend ist, um schöne und interessante Winkel zu haben, Videowinkel zu haben, aber als Dauerkamera meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen. Nichtsdestotrotz, das Ding funktioniert einwandfrei, hat mich ehrlich gesagt nur ein einziges Mal im Stich gelassen und da war es auch nicht unbedingt die Kamera, sondern es war eher die SD-Karte, die sich dann plötzlich nicht mehr schnell genug beschreiben ließ. Warum auch immer das dann der Fall war, weil das ging 2 Monate lang gut, dann plötzlich nicht mehr. Aber da steckt man halt manchmal nicht drin. Ansonsten gab es mit der Kamera nie Probleme. Problem bei der Kamera ist eher so Updates und so. Die kommen zwar regelmäßig, aber du musst halt alle Daten, die hier drauf sind, und das sind natürlich bei einer 360-Grad-Aufnahme ziemlich große Mengen, musst du alle über WLAN sozusagen auf dein Handy ziehen oder auf dein Tablet ziehen. Und das dauert ewig. Das dauert echt ewig. Also wenn ich abends ins Hotel komme, dann fange ich sofort an, noch bevor ich duschen gehe, die Kamera auszupacken und dann das Ganze zu übertragen aufs Tablet. Und ja, das dauert ewig. Und wenn die Updates nicht richtig gemacht worden sind von der Software, dann verstehen die Kamera und das Handy oder das Tablet sich nicht untereinander. Dann fängst du erst wieder an, irgendwelche Updates zu ziehen, wo du nicht immer jetzt Internetverbindung hast, wenn du auf Reisen bist. Insofern, das ist so ein großer Haken an dieser ganzen Geschichte, was mir einfach gar nicht gefällt. Aber die Kamera selber ist halt top. Und die kommt auch auf jeden Fall wieder mit, bleibt auch weiterhin meine Selfie-Kamera auf dem Motorrad und dann halt immer in diesem sogenannten Single-Lens-Mode. Und wenn ich es dann brauche in irgendeiner Ecke, keine Ahnung, wenn ich irgendwo in eine Höhle gehe zum Beispiel, oder wenn ich halt irgendwo in einen Bergpass fahre, dann fahre ich halt den Selfie-Stick aus und nutze die Kamera im 360-Grad-Modus, um halt wirklich interessante Bildwinkel zeigen zu können. Ja, Insta360 One X2. Okay, dann haben wir hier zu guter Letzt noch die DJI Action 2. Die DJI Action 2 ist eine ziemlich besondere Kamera und ist auch in der Presse, will ich jetzt nicht sagen, aber bei den meisten Endnutzern nicht gut weggekommen, obwohl ich persönlich da so meine eigene Meinung dazu habe. Das ist definitiv keine schlechte Kamera. Die Kamera hat ein sehr gutes Bild, entsprechend auch 4K. Problem ist einfach, dass die Kamera relativ schnell für den Alltag nutzen, dann entsprechend überhitzt, was jetzt nicht so gut ist, muss man sagen, und auch nicht so gut funktioniert, aber von der Qualität her, ne, das ist halt komplett Metall, das ist echt super. Vorne ist dann Linse, glaube ich, Gorilla Glas, wie auch immer. Das ist also ein bisschen widerstandsfähig. Natürlich, du kannst hier die Linse nicht austauschen, wenn wirklich mal was passiert, aber ja, mir ist halt noch nichts passiert, ne? Und die meisten, was weiß ich, so FPV, so Drohnenflieger oder so, die haben halt auf sowas gewartet und die stört es natürlich, wenn man dann hier eine Linse nicht austauschen kann, wenn die mal irgendwo abstürzen oder so. Aber prinzipiell, mir gefällt das System schon, ist halt bloß ein paar Sachen, die es dann für mich unnützlich machen. Ich habe diese Kamera gekauft, weil ich sie als, ja, Kamera für einen Helm haben wollte, weil sie ist halt unglaublich leicht und sie ist halt modular. Sie hat hier so ein Magnetsystem, kann man hier so auseinandernehmen. Geht auch relativ schnell wieder zusammen. Habe ich persönlich kein Problem. Ein schönes Display, eigentlich ganz gute Aufnahmen. Ich persönlich habe so ein bisschen Probleme gehabt mit den, ja, Belichtungsgeschichten, aber so nach 3, 4 Monaten habe ich mich auch daran gewöhnt. Und ja, wie gesagt, dieser einzelne Kubus,
den man hier benutzen kann, sozusagen, das hier halt bloß als Kamera, ne? Das ist halt schon toll und das ist halt dann eine winzig kleine Kamera, die man dann am Helm benutzen kann. Die spürt man nicht, das ist toll. Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, das Ding hat zwar ein relativ gutes Mikrofon, vor allem auch, weil man das hier nicht nur als Kartenhalter, also SD-Kartenhalter, Speicher und Akkublock bekommt, sondern eben auch als zweites Modul mit zusätzlichem Bildschirm, sodass man die Kamerablöcke ineinander drehen kann und dann das Ganze halt schön als Selfie-Kamera benutzen kann. Das Problem ist einfach, dass der kleine Block selber einen Akku hat, der für mich ausreicht mit 2,5K, einen internen Speicher von 22 GB beziehungsweise dann so irgendwas in die 18 GB nutzbar hat, wo man jetzt nicht sonst wie viel in 4K aufnehmen kann, ne? Aber da ich in 2,7K aufnehme, komme ich damit 50 Minuten hin. Das ist alles super. Das reicht mir persönlich vollkommen aus. Eigentlich auch fürs Motorvloggen. Aber wie man hier sieht, gibt es keinen Anschluss für ein Mikrofon und damit ist dieser kleine Würfel halt nicht wirklich nutzbar. Schön ist, dass der mit Vibration funktioniert. Das ist toll am Helm, das hörst du nämlich durch den ganzen Helm. Das ist ein absoluter Traum, aber eben ohne Mikrofon unnütz. Was habe ich gemacht? Ich habe dann die Kamera meistens gewechselt auf, ja, wenn es dann geregnet hat sozusagen, dann habe ich also nur die DJI benutzt, so als kleinen Würfel, was immer ein Traum war, aber eben ohne Mikro und im Regen, ja, habe ich sowieso kein Mikro. Ansonsten kann man hier unten entsprechend über USB-C ein Mikrofon anschließen. Habe ich probiert, funktioniert auch einwandfrei. Da gibt es nichts weiter zu meckern. Aber der Nutzen ist halt so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, das Haltesystem ist super, kann man schnell wechseln. Ein Traum eigentlich, nur in der Gesamtkombination will ich das halt auch nicht am Helm haben, weil er dann zum Schluss in dieser Gesamtkombination auch nicht viel leichter ist als meine eigentliche Lösung. Ich fahre mit einer GoPro, dazu kommen wir jetzt gleich. Insofern ist das ein Setup, was mich auf jeden Fall verlassen wird, auch wenn die Kamera eigentlich gut ist. Aber ich selber habe halt keinen Nutzen da drin. Ich denke schon, so als Selfie-Kamera zum Vloggen unterwegs mit einem Funkmikrofon oder so, ist das eine tolle Sache. Und die Kameras kriegt man mittlerweile zu sehr guten Preisen. Ich glaube so um die 200 Euro, was für einen Action-Kameramarkt echt günstig ist. Und insofern sage ich persönlich, ist das Ding nicht unbedingt auf den Schrott zu schmeißen. Ist eine schöne Kamera, meiner Meinung nach. Die ist halt nicht für alles zu gebrauchen. Ne? Und für mich als Motorrad-Vlogger sozusagen ist sie jetzt nichts. Und ja, als dritte, vierte, fünfte Kamera noch dabei zu haben, brauche ich das auch nicht insofern. Die wird mich verlassen, ist aber trotzdem eine gute Kamera. Und dann kommen wir doch einfach mal zu meiner Hauptkamera neben dem Handy. Und meine Hauptkamera ist eine GoPro 9 in dem Fall. Die GoPro 9 ist in meinem Fall ausgestattet mit einem Media-Mod, sodass ich auch ein Mikrofon anschließen kann. Und hier vorne sieht man so ein bisschen die sogenannte Max-Lens. Die Max-Lens ist dafür da, entsprechend ein weiteres Fenster sozusagen aufzumachen, damit also quasi ein bisschen mehr aufs Bild zu kriegen, was jetzt gerade beim Motorradfahren sehr gut ist, so dass man auch sieht, was meine Fingerchen dann so am Lenkrad machen oder am Lenker machen und man trotzdem eben noch ein bisschen was von der Umgebung sieht. Ja, das ist so der Punkt. Ansonsten ist halt die Kamera ausgestattet, wie gesagt, mit dem Media Mod, der dann hier entsprechend Anschlüsse hat für das Mikrofon, quasi 3,5 mm Klinkenanschluss. Hier entsprechend einen USB-C-Anschluss, der nicht für ein Mikrofon benutzt werden kann, sondern eigentlich nur zur Stromversorgung dient. Und dann gibt es hier noch einen HDMI, so einen Mini-HDMI-Anschluss. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Habe ich aber selber nie gebraucht. Ansonsten kann man hierüber entsprechend Ton aufnehmen, direkt sozusagen, ohne das externe Mikrofon, macht aber aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weil das Mikrofon, was hier oben drin ist, einfach Schrott ist. Da ist meiner Meinung nach sogar das Mikrofon von der Kamera selber, was ja selber auch ein Mikrofon eingebaut hat,
besser. Aber da scheiden sich die Geister, sagen wir mal so. Mein Problem hier an der Stelle ist mit der Kamera diese Modularität. Ich habe halt diese Kamera, die ausfahrbare Füße, Halterung hier unten dran hat, wo dann das Ganze eben am Helm angeschraubt werden kann. Das kann ich euch gerne mal zeigen. Hier also mein Helm mit entsprechender Halterung. Ist hier eine 0815 Tuyu-Klebehalterung und da ist halt vorne dieser Mechanismus, der typische von GoPro sozusagen. Und da lässt sich das Ganze dann einfach entsprechend aufsetzen, so dass ich dann halt hier quasi mein Vlogging-System habe. Hinten Mikrofon dran, Mikrofon im Helm verteilt. Können wir gerne nochmal drauf eingehen, vielleicht nicht unbedingt heute. Aber so sieht es halt aus. Problem ist nur, wenn hier der Akku leer ist, muss ich das einmal hiervon abmachen. Hab dann quasi meine Kamera sozusagen vor mir in der Hand, klappt dann erst diesen Kram hier ein, um dann den Mechanismus aufzumachen. So quasi. Dann ziehe ich diese Kamera hier raus. Ja, alles irgendwo am Straßenrand. Und dann irgendwann mal hier an diesen Akku ranzukommen. Ja. Dann kann ich einen Akku tauschen und dann mache ich halt diese ganze Geschichte wieder rückgängig, baue den ganzen Kram wieder zusammen. Problem hierbei ist einfach, das ist nicht bequem unterwegs und so ein Akku zwei, dreimal tauschen am Tag, je nachdem, wie man sich anstellt, muss man halt. Und ja, das ist Heulen auf hohem Niveau, aber das nervt mit der Zeit so unwahrscheinlich. Das nervt einfach nur. Ist wirklich nicht schön. Ja. Ansonsten, ja, die Kamera, dazu gibt es halt nichts weiter zu sagen. Da kann ich nicht drüber meckern. Kamera hat gut funktioniert. Ich habe nicht diese typischen Aussetzer und Probleme mit der Kamera gehabt wie andere. Wobei ich jetzt in den letzten 2 Monaten dann schon sagen muss, dass ich ein, zwei Probleme hatte, wo ich nicht weiß, ob die jetzt von der Kamera herkamen oder nicht. Ganz klar ist, die Kamera muckt rum, wenn es darum geht, Akkus von Drittherstellern zu benutzen. Ich habe hier so Coolshore-Akkus gehabt am Anfang. Die haben erstens nicht wirklich lange gehalten. Zweitens waren die wirklich, ja, katastrophal. Also die Kamera hat dann angefangen zu spinnen. Und als ich wieder umgestiegen bin auf Original-Akkus, hat die Kamera wunderbar funktioniert. Also da ist die Kamera offensichtlich ein bisschen sehr eigen. Ich will nicht sagen, dass Hersteller-Akkus gar nicht funktionieren, aber auf jeden Fall nicht die, die ich benutzt habe. Also insofern sollte man da sich vorher schlau machen, was funktioniert. Ich sage mal jetzt so Telesin oder so, diese gängigen Hersteller, die werden sicherlich funktionieren. Aber ich kann es halt nicht genau sagen. Ansonsten nehme ich mit der Kamera, wie vorhin schon mal gesagt, regelmäßig eigentlich mit 2,7K auf. Das reicht dann auch für das Motorradfahren, einfach weil ansonsten die Daten einfach viel zu groß werden. Da kann ich halt nicht handeln. Ja. Gut, soweit. Ich bin grundsätzlich damit zufrieden. Was ich nicht mag beim Vloggen, dann ist dieses Gewicht. Das Gewicht ist einfach nicht schön. Da kommt schon einiges zusammen, wenn man da die Gewichte sieht. Die Kamera selber, ich weiß es nicht so genau, die wiegt 156 Gramm, irgendwas in dem Bereich. Dann kommen aber noch mal knapp 100 Gramm, obwohl man das gar nicht glauben mag, für die Halterung oder für den Media Mod drumherum noch. Und das Ganze zusammen sind locker mal 250 Gramm, irgendwas in dem Dreh. 250 Gramm, das merkst du dann auf die Zeit schon, ne? Ich habe mir extra einen leichten Helm vorher schon besorgt, mit dem ich auch zufrieden bin. Aber diese Kamera vorne dran merkst du, und irgendwie, wenn du so einen richtig windigen Tag hast, dann geht dir das sowas von auf die Nerven. Oder mir, ne? Mir sowas von auf die Nerven. Und deshalb suche ich natürlich immer nach einer leichteren Kamera. Die Action 2 wäre das Thema schlechthin gewesen, wenn das Ding irgendwie quasi ein Mikrofon anschließen könnte, dann wäre ich wunschlos glücklich. Ne? Die GoPro 9 hat bei mir halt im Großen keine Probleme gemacht, aber man darf dabei auch nicht vergessen, am Motorrad hast du immer Fahrtwind, dann hast du Überhitzung, solche Geschichten kommen einfach nicht in Frage und ich nehme halt, wie gesagt, auch nicht in diesen großen 5,3K oder sonst was auf, sondern eben 2,7K.
7K und dafür ist die Kamera bestens ausgelegt. Hat eine super Stabilisierung, sieht man ja dann auch beim Fahren als solches. Das ist top, aber das war auch schon früher bei der Hero 7 Black, mit der ich angefangen hatte. Also bin da schon ziemlich spät eingestiegen. Aber auch die war eigentlich für mich und das, was ich gemacht habe, ausreichend. Also wenn man mal so ein bisschen zurückguckt, die Videos von meiner Slowenienreise zum Beispiel, die sind alle von der Hero 7 und ja. Ja, man sieht den Unterschied mittlerweile, aber es hat sich halt auch drumherum ein bisschen was von meiner Art und Weise der Befestigung und so geändert. Das sind eher so mechanische Sachen. Die Kamera selber war auch schon die 7 gut, wobei ich mit der dann öfter Probleme hatte, dass sie irgendwo eingefroren ist und so. Aber die 9er funktioniert bei mir einwandfrei und ich sehe eigentlich auch keine Notwendigkeit zu tauschen. Außer eben bezogen auf Convenience, Bequemlichkeit, wie gesagt, dieses Aufmachen, Abklemmen, Tun und Machen, all diesen ganzen Krimskrams, das geht mir auf die Nerven. Wenn es da irgendwo mal jemanden gibt, der das besser kann, dann ja, bin ich dabei, dann steige ich um. Ich sehe aber auch keine Notwendigkeit, jetzt auf eine 10er umzusteigen, auf eine 11er umzusteigen, die definitiv besser sind. Die sind alle ein bisschen crisper, die sind ein bisschen klarer, die sind ein bisschen, haben mehr Details und so, aber wir reden hier vom Motorradfahren, ganz ehrlich. Und da sehe ich zum Schluss sowieso keine Details mehr, weil es rauscht die ganze Zeit an dir vorbei. Ist das nicht so schlimm aus meiner Sicht? Ne? Wenn man das jetzt wirklich als reine Vlogging-Kamera benutzt, dann fallen die Unterschiede sicherlich auf. Aber man darf auch nicht vergessen, mit diesen ganzen Vergleichsvideos, die es da so irgendwie auf YouTube gibt, wo dann halt die Bilder von den unterschiedlichen Kameras nebeneinander gehalten werden. Ne? Klar, dann siehst du die Unterschiede. Ne? Aber siehst du jetzt nur das Bild, gibt es so viele Kameras momentan und die Action 2 gehört dazu, die zukünftige Action 3 garantiert, die Hero 10, selbst die 7er, die 8er, die 9er, die ich hier im Einsatz habe, die sind meiner Meinung nach alle gut und da kann man bei allen nicht so viel falsch machen. Die Frage ist zum Schluss halt, ob die Bequemlichkeit da ist, die man selber sucht und das muss halt jeder selber für sich wissen, ne? Und herausfinden. Ich war damit zufrieden, würde die nicht tauschen, maximal gegen ein System, was mir mehr Bequemlichkeit bringt. Gut, dann kommen wir noch zum Ton. Ja, Ton ist wichtig, will ich nicht zu sehr darauf eingehen, aber ganz kurz meine Erfahrung widerspiegeln. Ton ist so ein Fass ohne Boden, da kann man richtig Geld drinne versenken, da kann man so viele Sachen probieren und ausprobieren und ja, YouTube und Internet ist voll mit allen möglichen Sachen, was jetzt gute Mikrofone sind, was schlechte Mikrofone sind. Man darf da sich allerdings auch nicht so sehr blenden lassen. Die Leute, die sowas, sag ich mal, anwerben, die haben halt auch Erfahrung, selbst wenn sie einem nichts verkaufen wollen, sondern wirklich das einfach nur objektiv darstellen wollen. Dann haben die trotzdem Erfahrung mit Videoschneiden und Videos herstellen. Das heißt, die wissen auch, wie man den Ton sozusagen bearbeitet, sodass er deutlich besser klingt, als wie er ursprünglich aus dem Mikrofon rauskommt. Aber viele von uns, die halt mit sowas bloß anfangen oder die sowas halt nur für sich zu Hause dann machen als Urlaubsvideo oder so, die haben halt diese Erfahrung nicht, ne? Und insofern muss man da ein bisschen aufpassen, was einem da so vorgestellt wird und getan und gemacht wird. Man kann da, wie gesagt, sehr, sehr viel Geld ja, versenken auf gut Deutsch. Fangen wir mal ganz kurz an zu meinem Helm kurz. Da kann man sicherlich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Im Helm, ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie wo was verlegt ist. Fakt ist, ich habe hier drinnen in meinem Helm ein Mikro und dieses Mikro ist dann auch hier vorne im Kinnbereich dann versehen, ist entsprechend mit Windpüschel und zusätzlichen Schaumstoff unten drunter. Und ja, da funktioniert das dann eigentlich auch ganz gut mit der Geräuschunterdrückung. Nichtsdestotrotz, man hört es ja dann in meinen Videos auch, viel besser geht es nicht. Man muss dann sehr, sehr viel ausprobieren. Ein paar Millimeter hierher, ein paar Millimeter dahin verändert den Ton so drastisch. Aber ich habe hier einen Carbonhelm und der ist auch vom Prinzip her jetzt auch nicht der leiseste, also ist ja qualitativ jetzt auch kein Wunder, ne? Und den hört man dann auch. Da kann man machen, was man will. Da kann das Mikrofon gut genug sein. Wenn ich jetzt keine großen Dämpfer drüber legen möchte, was dann halt wirklich bescheiden klingt im Nachgang,
dann kriegst du diese Geräusche auch nicht raus. Das heißt, wenn ich Fahrtwind habe, plus dann noch hier so ein Windschild oben drauf, was ich auch immer, das klappert ja auch immer so, wenn es so windig ist, dann hört man das auch immer bei meinen Videos, dann, ja, da kannst du halt nichts gegen machen, ne? Du kannst es dann halt nur weglassen zum Beispiel. Deshalb sind zum Beispiel Töne oder Audioaufnahmen von YouTubern, die gar nicht erst so ein Windschild haben oder so, deutlich besser als welche, die halt mit so einem Adventure-Helm unterwegs sind. Mag auch Ausnahmen geben, also wo die Sachen ein bisschen teurer sind und so, wo die Sachen ein bisschen besser gedämpft sind und so. Aber grundsätzlich hast du erstmal mit einem Integralhelm, wo kein Windschild oder sonst was dran ist, schon mal massive Vorteile, ne? Wenn dann hier unten noch so ein Windschutz dran ist an deinem Helm, kannst du so viele Sachen wirklich verbessern, tun und machen. Aber jetzt zum Mikro. In meinem Mikro, oder nee, andersrum, in meinem Helm fahre ich ein Rode Lavalier Go Mikrofon. Und das ist auch wirklich gut. Das gehört zu den günstigen Mikrofonen, die man so auf dem Markt kaufen kann. Auch wenn jemand, der sich mit sowas noch nie beschäftigt hat, jetzt aufschreien wird, weil das Rode Mikrofon kostet irgendwas um die 50 Euro. Das ist natürlich viel Geld, aber für ordentliche Mikrofone kann man auch 300, 400 Euro ausgeben. Insofern, alles, was so um die 50 Euro ist, ist halt günstig, muss man sich leider eingestehen. Ob man mehr braucht, ist eine andere Geschichte. Aus meiner Sicht reicht das vollkommen aus. Und ja, ich bin mit dem Rode Mikrofon sehr zufrieden, auch wenn es jetzt die letzten Wochen angefangen hat zu knistern. Und das Mikrofon habe ich jetzt schon seit, ja, 2 Jahren im Einsatz. Insofern kann ich darüber nicht weiter meckern. Ich habe ein Ersatzmikrofon und da muss ich sagen, das ist dann für Leute, die ja dann doch auf den Taler gucken. Es ist ein Mikrofon, das habe ich jetzt hier leider nicht dabei. Es ist ein Speedlink-Mikrofon, gibt es auch auf Amazon zu kaufen, kostet dann nur zwischen 5 und 7 Euro, hat aber eine ziemlich gute Dämpfung. Ist definitiv nicht ganz so gut wie das Rode, aber ganz ehrlich, also für 7 Euro, wenn man jetzt irgendwo mit solchen Sachen anfängt, zum Beispiel mit Motovlogging oder so, kann man da echt nicht viel falsch machen. Das Problem ist einfach nur, dass es ein 2 Meter langes Kabel hat und ja, das möchte man dann erstmal irgendwo im Helm versteckt haben. Wenn man jemanden kennt, der einem das umbasteln kann, also Kabel kürzen kann, umso besser natürlich, aber kann ich nur empfehlen, schreibe ich unten mit in. Ja, in die Beschreibung mache ich einen Link rein und dann ist gut. Könnt ihr selber gucken, könnt ihr euch von überzeugen. Habe ich getestet, bevor ich auf Reisen gegangen bin und habe ich für gut be befunden. Und das ist halt, wie gesagt, mein Ersatzmikrofon. Ja. Ansonsten muss ich sagen, jetzt, wo ich von Reisen wiedergekommen bin, habe ich ein neues Mikrofon für mich gefunden. Das habt ihr jetzt eventuell schon mal in einem anderen Video gehört oder werdet ihr demnächst hören. Das ist ein sogenanntes Movo ACM400. Das ist so ein Schwanenhalsmikrofon und funktioniert einwandfrei, ist günstiger als das Rode Mikrofon. Und dem habe ich jetzt halt einen Versuch gegeben, weil, wie gesagt, das Rode offensichtlich anfängt zu knistern, zu knacken, zu tun und zu machen und ich sowieso Ersatz brauche. Aber nichtsdestotrotz, Speedlink für 7 Euro kann ich nur empfehlen. Schreibe ich, wie gesagt, unten in die Beschreibung und könnt ihr selber mal gucken. Dann habe ich auf meiner Tour immer wieder angefangen, Sachen auszuprobieren. Und das ist halt der Punkt, wo ich dann sage, da kann man dann auch wirklich richtig Geld versenken. Ich habe hier ganz zum Anfang, als ich auf Reisen gegangen bin, eine Funkstrecke mit 2 Mikrofonen von Synco gekauft. Und zwar nannte sich das, glaube ich, Synco G2. Ja, eine schöne Verpackung. Der Umfang ist gut. Man hat hier so das allgemeine Kabelgedöns, was man so braucht. Man hat hier, ja, immer mit einer Hand quasi die Verbindungsstecker, in dem Fall TRS. Da muss man wirklich aufpassen, wenn man gar keine Ahnung hat. Gibt halt quasi unterschiedliche Varianten. Wir haben TRS und TRRS. Sieht man extrem schlecht, ja. TRS quasi mit einem so Mittelring. Und wir haben TRRS. Das Kabel habe ich hier nicht, wo quasi noch ein zusätzlicher Ring dann drauf ist.
muss man darauf achten, TRRS wird meistens an den Handys genutzt und TRS meistens an diesen kleineren Kamera. Wie das bei Spiegelreflexkameras ist, weiß ich nicht genau. Aber hier im Umfang, wie gesagt, die Kabel, dann hier so Windpüschel dran. Alles nur eingepackt, weil ich es halt kaum benutzt habe, aber dazu kommen wir gleich noch. Dann zwei zusätzliche, auch eingepackt, packe ich jetzt nicht aus. Zwei zusätzliche Lavalier-Mikrofone und eben die Funkmikrofone an sich. Die Funkmikrofone, das heißt, man hat hier quasi ein Receiver, den man an die Kamera anschließt. Ne? So, der halt quasi das Funksignal empfängt und wir haben zwei funkende Mikrofone letztendlich, die auch, wie sich mittlerweile eingebürgert hat, selbstständig als eigenständige Mikrofone genutzt werden können, wo hier oben entsprechend so ein Windpüschel drauf gemacht werden kann und dann verbinden die sich halt mit dem Empfänger als solches. Funktioniert eigentlich ganz gut und diese G2 Serie war auch gut, habe ich am Anfang ausprobiert, war für das, was ich mache, ausreichend, kostet mittlerweile, glaube ich, irgendwas so um die 100 Euro. Dafür ist das durchaus angemessen, da kann man nicht drüber meckern im Vergleich zu den Wettbewerbern, die es so gibt. Was weiß ich, wir haben mittlerweile DJI-Mikrofon für 360 Euro, irgendwas in dem Dreh. Wir haben das Rode Wireless Go, was im Allgemeinen irgendwo bei 240 Euro liegt. Also insofern ist hier so mit rund 100 Euro und einer wirklich guten Tonqualität, kann man echt nicht meckern. Mein Problem ist einfach nur, ich habe dieses Mikrofon am Anfang mit den unterschiedlichen, ja, Systemen, die ich halt so genutzt habe, ausprobiert, ne? Und hat einwandfrei funktioniert. Bis ich dann angefangen habe, das Ganze an die GoPro anzuschließen, weil meine Überlegung war, einfach quasi zwei solche Mikrofone zu benutzen: einmal für den Helm, so dass ich kein Kabelgedünst habe zusätzlich, und eins, um irgendwo im hinteren Bereich ja den Ton vom Auspuff und so aufzunehmen. Aber ganz ehrlich, ich mache ja keine Motorrad-Reviews oder so. Insofern ist der Ton vom Motorrad jetzt nicht ganz so wichtig. Ich meine, ich bin auf Reisen und da ist eigentlich viel wichtiger das Drumherum, das Sehen und so. Ne? Und ein bisschen was vom Motorrad hört er ja immer mal wieder. Nicht so schön, wie wenn man es direkt an einem Auspuff aufnehmen würde. Für die Leute, die es mögen. Aber ja, das war halt mal so ein Gedankengang am Anfang. Hat sich nicht gelohnt und vor allem, was dann entscheidend war, beim Anschluss an den Media Mod habe ich einfach so ein Grundrauschen plötzlich drinne. Wenn ich das Ganze fürs Handy benutze, funktioniert es einwandfrei. Wenn ich es an Media Mod anschließe, habe ich halt so ein Fiepen und Grundrauschen drinne. Das hat mir von Anfang an nicht gefallen. Insofern sind die nicht weiter mehr in Einsatz bei mir gekommen und die werden mich auch verlassen. Aber grundsätzlich, man sollte es halt mal ausprobieren, ist die Qualität eigentlich gut, die Tonqualität ist gut, wenn man halt, wie gesagt, dieses Grundrauschen nicht hat. Und dieses Grundrauschen entsteht halt je nachdem, welche Kamera man da benutzt oder welches Equipment man drumherum benutzt. Deshalb kann man auch nicht pauschal sagen, das funktioniert oder funktioniert nicht, ne? Da kann ich leider nur empfehlen, auch wenn ich sowas normalerweise nicht mag, bestellt euch das, wenn das interessant für euch ist. Probiert das mit eurem Equipment zu Hause aus und wenn es dann nicht funktioniert, schickt es zurück. Ja. Aber Synco G2, definitiv eine Funkstrecke, die ich durchaus empfehlen kann, allerdings eben nur bedingt nutzbar, ist halt nicht universell für jedes Equipment gleich nutzbar, zumindest nach meiner Erfahrung. Ansonsten habe ich von der Firma Ceramonic ebenfalls eine Funkstrecke sozusagen, allerdings jetzt hier nur eine Einfachfunkstrecke. Das heißt, ich habe hier den Sender, der ist hier in dem Fall USB-C, hatte ich gekauft für mein Handy, beziehungsweise dann auch für die DJI Action 2, die ich gekauft habe. Funktioniert damit einwandfrei, war aber für mich nicht die Lösung. Sender, wie gesagt, und oder besser gesagt, Empfänger. Und Sender, also das Mikrofon, auch hier wieder entsprechend kann man den Part als Mikrofon selbst benutzen. Ne? Man kann aber auch einen Lavalier-Mikrofon direkt anschließen
und das Ganze dann irgendwo an der Hose oder so tragen, um das Ganze dann nicht ganz so auffällig zu machen. Ist aber ein Thema, was wirklich gut funktioniert. Das ist das Ceramonic Blink 500. Gibt es als UC, also quasi mit USB-C und gibt es auch mit Lightning und so. Problem hierbei ist einfach, dass du dann halt dediziert bist auf einen USB-C oder Lightning und man muss sich dann irgendwelche Lösungen kabeltechnisch raussuchen, finden, um das halt flexibel für andere Systeme zu machen. Ist aber bei mir aktuell nicht im regelmäßigen Gebrauch, weil ich noch ein anderes Mikrofonsystem mir dann im Laufe der Zeit gekauft habe. Und das ist dann, ja, wie soll es auch anders sein? Ich bin da nicht drum herum gekommen, ein Rode zu kaufen. Das ist das Rode Wireless Go 2. Gibt es in der Variante Single, also wo nur ein Mikrofon und ein ja, Empfänger gibt sozusagen. In meinem Fall auch immer noch unter dem Aspekt, dass ich vielleicht Motorgeräusche aufnehmen will. In dem Fall quasi mit, ja, mit dreien sozusagen, ne? Also quasi zwei Mikrofonen, ein Empfänger. Und ja, gegen die Strecke gibt es halt nichts zu sagen. Die funktioniert einwandfrei. Die ganze Geschichte ist ja so gut wie ohne Störung. Also ich habe jetzt bisher noch gar keine Probleme diesbezüglich gehabt. Das hat immer funktioniert. Umfang bei Rode ist nicht so toll. Man muss halt immer alles extra kaufen. Hier zum Umfang gibt es halt nur das eine Kabel als TAS zum Anschließen. Danach hört es schon auf. Es gibt noch so USB-C auf USB-A-Kabel, damit man das Ganze aufladen kann, aber nicht, um es irgendwie an irgendwelche Kameras oder so anzuschließen. Und da liegt so ein bisschen, ja, der Hase im Pfeffer begraben. Das heißt, du musst alle möglichen Adapterkabel separat kaufen. Das heißt, du hast hier schon ein System, was so im Allgemeinen momentan für 240 € gehandelt wird. Und dann musst du immer wieder 10, 15, 20 € ausgeben, um hier die entsprechenden Adapterkabel zu kaufen, die man dann irgendwo noch so braucht. Insofern, ja, Preispolitik kann man sich drüber streiten, ist nicht so schön. Die Mikrofone selber sind wirklich gut. Wobei man auch hier sagen muss, dass die Funkmikrofone selber recht gut sind, ne? Aber wenn man separat ein Lavalier-Mikrofon hier noch zusätzlich anschließt, was entsprechende Qualität hat, kann man natürlich noch mal einiges rausholen an Ton. Ich habe das Ganze in Griechenland auch noch in einer, ja, Rabattaktion für 130 € gekauft. Insofern gab es da nicht drüber nachzudenken. Wie gesagt, für den Preis werdet ihr die nicht bekommen. Da brauche ich euch nichts vormachen. Aber wer dann irgendwann mal auf ein gewisses Level steigen will, ja, da ist es schon angebracht, dann hier in diese Richtung irgendwo hin zu wechseln. Ist ja erstmal so ein bisschen Stand der Dinge, ne? DJI gibt es wie gesagt noch, aber die kosten dann auch gleich nochmal 100 € mehr. Und Sinn und Nutzen, ja, sind mir jetzt keine 100 € zusätzlich wert. Aber gut, so ist das halt. Ja, und damit sind wir eigentlich mehr oder weniger durch mein Equipment durch. Ich kann hier nochmal kurz rüberlupen. Ja, nö, das ist eigentlich alles, was ich habe. Ja, ich habe keine Spiegelreflexkameras und so, auch wenn ich gerne hätte, muss ich zugeben, so ein Handy ist dann halt doch dann irgendwann mal so ein bisschen limitiert, gerade wenn es dann um Fotos machen angeht, wenn man jetzt so ein bisschen was ranzoomen will, solche Geschichten. Da wäre dann jetzt eine richtige Kamera mit entsprechendem Objektiv schon angebracht. Aber ich denke halt immer daran, wie kriege ich das in mein Gepäck, wie kriege ich das unter, wie nutze ich das Ganze und so. Ich habe es beim Reisen öfter mal gesagt, wenn ich beim Motorradfahren bin, bin ich in so einem gewissen Fluss oder will in so einem gewissen Fluss sein. Das heißt, ich halte auch nicht ständig an, um irgendwie Stativ aufzubauen, um dann eine Kamera rauszuholen, mich selber dann zu fotografieren oder das drumherum zu fotografieren. Ich will dann lieber fahren und beim Fahren aufnehmen und wenn ich dann mal einen besonderen Spot gefunden habe, dann halte ich natürlich auch an, aber dann will ich halt schnell irgendwo danach greifen, irgendwie ein Handy greifen und so ein Foto machen und dann ist gut. Das rächt sich natürlich im Nachgang, weil man dann nicht ganz so tolle Aufnahmen und nicht ganz so tolle Bilder hat wie andere Leute, aber dafür habe ich dann
vor Ort für mich selber mehr mitgenommen. Ne? Alles, was ich selber gesehen habe, bleibt doch bei mir. Und die Videos, die ich mache, die bringen einfach bloß zusätzlich die Erinnerung wieder. Aber alles andere ist halt hier drin, habe ich selber gesehen. Und da will ich einfach mehr Zeit drauf ansetzen für das, was ich selber erlebe, als das, was ich irgendwie durch eine Kamera oder so sehe. Ne? Das darf man dabei immer nicht vergessen. Und auch darüber solltet ihr nachdenken, wenn ihr über Kamerasysteme nachdenkt für Reisen. Ne? Lieber ein bisschen auf Qualität verzichten hier und da und dafür aber mehr Bequemlichkeit haben, um die Reise selber halt zu genießen. Ne? Das ist meiner Meinung nach das A und O, müsst ihr aber selber für euch entscheiden. Okay. Insofern bleibt hier von meiner Seite her nur zu sagen, ich bin Jens, das ist meine kleine Weltreise und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und wenn nicht, naja, dann wartet halt, bis es im November weitergeht Richtung Südamerika. Alles klar, bis dahin, bleibt alles schön und gesund und wir sehen uns. Tschüssi.